Hombre Ralf. Hallo, liebe Let's Play-Süchtigen. Heute werden wir kein Let's Play machen. Wir haben uns wieder für euch etwas ausgedacht. Eine Challenge. Eine Challenge. Wir haben letztens ein kleines Kätzchen gestreichelt. Ja. Süß. Es lebt übrigens noch. Da haben wir uns gefragt, schmeckt Katzenfutter? Ja. Weil Katzen fressen Katzenfutter und die hauen da sich immer voll rein. Zufälligerweise haben wir dreimal Katzenfutter besorgt. Ja. Jetzt muss ich meine Schokolade da aufziehen. Einmal Krebspaté, Kabeljau-Paté und Wildpaté. Ja. Gut, und da wir nicht irgendwelche Schleichwerbung machen wollen und ich will von auch keinem bezahlt werden, werden wir erstmal die Namen abkleben. Ja. Einmal, zweimal, dreimal. Gut. Das könnte auch. Zeigst du es auch nochmal in die Kamera als Beweis? Alles ist abgeklebt. So. So, Leute, das wird heute eine sehr ekelhafte Challenge, so wie bei Jamies Kotzen. Ist jetzt an der Zeit. Wir werden. Ich werde. Ja. Dieses wunderbare Kaltpaté. Kabeljau und Wildpaté in drei Teile teilen. Einmal werde ich es naturmäßig abfressen, dann werde ich mit dieser relativ unbekannten Chili-Marke es würzen oder Worcester-Soße, Worcester-Soße, Worcester-Soße. Schreibt es unter meine Füße, da wo der Kotzbeutel im Moment steht. Ich habe einen Kotzbeutel. Wie die Soße wirklich heißt. Nein, da ist kein Kotzbeutel. Ich werde alles aufpassen. So. Oh yeah! Leute, die Challenge beginnt! Okay. Oh. Sieht eher mal aus wie Leberwurst. Riech mal an. Es riecht gar nicht so schlecht. Lass mal riechen. Oh. So, Nummer 1. Nummer 1. Stellen wir das mal weg. Boah, das sieht ekelhaft aus. Slicen wir das dreimal. Einmal, zweimal. Ich probiert Katzenfutter. So. Mit. Einmal. Die Chili-Soße. Okay, Leute. Katzenfutter. So. Macht es bitte nicht zu Hause nach. Worcester-Soße, Worcester-Soße, was auch immer. Wir waren am letzten Freitag im Wildpark und war sehr schön, musste auch lange laufen. Da hat mein Vater, welches Futter war das noch? Das war irgendein Trockengrasfutter. Ich habe schon fast gekotzt. Ja, er hat es probiert. Wildpark ist sehr geil. Ich kann euch nur empfehlen, da auch mal hinzugehen. Also, bist du fertig? Ich habe Hunger. Okay, dann ist jetzt. 3, 2, 1, los. Komm schon. Kotz, kotz, bitte. Los, kotz. Das ist gar nicht so schlecht, aber ganz ehrlich. Da ist relativ wenig Geschmack drin. So, und wir versuchen jetzt. Wir haben das Kalbspaté übrigens. Wir versuchen das Ganze jetzt mit dieser unbekannten. Das saugt sich fest. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, ich stehe gerade vor der Kamera und gucken, wie das jetzt läuft. Ja, okay. Kommt Worcester-Soße. Oh Gott. Also ganz ehrlich, ja. Kalbspaté mit Worcester-Soße kann ich empfehlen. Oh, okay. So, Nummer 1. Nummer 1 ist geschafft. Jetzt kommt die Nummer 2. Wir haben jetzt Kabeljau-Paté. Ich muss nochmal das Opelar aufsetzen, weil. Wir wollen ja auch sagen, dass wir ökologisch korrekt sind, aus MSC, aus zertifizierter Fischerei. Bereitet euch auf das Beste der Welt vor. Wir werden nicht dafür sorgen, dass die Weltmeere umkippen, leer gefischt werden oder sonst irgendwas. Nur weil wir hier ein
relativ leckeres Video machen und ihr euch sicherlich bepisst dabei. So, könntest du dich jetzt wieder hinsetzen? Wir wollen wenigstens mal in Ruhe essen. So, diesmal werden wir die Schildchen Leute, hier. Leute, ich spiele kurz Gitarre. Ja, es riecht nach Fisch. Wir tun das wieder in drei Teile. Natur. Lass mich mal riechen. Leute, ich mag Fisch. Wuster. Was bin ich ein Fuchs, dass ich das rumdrehe? Das ist ein Fuchs. So, diese unbekannte Tabasco-Soße hier drüber. Bewegung unanständig aussehen sollte, dann glaubt mir, es ist es nicht. So, wir kommen zum Kabeljau-Patty. Da haben die übrigens, wo haben wir die gekauft? Bei Penny? Ne, bei Aldi haben wir diese gekauft. Willst du diese Challenge nicht nachmachen? Ich möchte jetzt in Ruhe essen. Ich schmecke kleine Fischstückchen. Aber ansonsten ist es auch wieder relativ geschmacklos. Ich denke, da fehlt definitiv Salz dran. Ja. Mögen Katzen Salz? Weiß ich, dass Katzen kein Salz mögen? So. Ich werde jetzt ein wenig diese unbekannte Chili-Soße hier verteilen und Geschmackstest Nummer 2, Kabeljau. Auch hier, ja, die Schärfe ist im Vordergrund, es fehlt definitiv Salz. Die Textur ist relativ, man könnte fast meinen, frisch. Natürlich das normale Tabasco-Brennen, aber im Moment habe ich noch kein Favorit raus. So. Jetzt die heilsame Wustersoße. Mit dem Kabeljau, nee, kommt auch nicht so gut. Räumen wir ein wenig auf. Und wir kommen zu der letzten Sache, Nummer 3. Und ich schalte hier. Sache Nummer 3 und ich zeig nur 4. Sache Nummer 3 und ich zeig nur 3. Ja, so. Okay. Herzlich. So. Wild. Wild. Okay. Dann probier mal Wild. Nicht, dass ihr denkt, dass wir es wegschmeißen. Wir werden das nachher für einen Kindergeburtstag stützen. Ja. So. Moment, wir machen das einmal, dass ja auch die ganzen Zuschauer sehen, dass wir hier wirklich. Das riecht jetzt wirklich nach Kotze. Okay. Okay. Wild riecht relativ wild. Ja, das stimmt. Alles. So. Wild, Wildpark! Kotze! Einen kurzen Dab für euch. Zap. So. So, damit der Test auch wirklich objektiv ist, werden wir auch wieder alles so würzen, wie wir es vorher gewürzt haben. Ich stelle die Flasche wieder so hin. Was bin ich für ein Fuchs? So, Moment, hier ist ein bisschen zu viel Gelee drin. Ne? Gelee. So, wild. Wild. Ey, man muss das Wild essen, ne? Oh, yes! Yes, er hat ausgekotzt! In Ermangelung einer Kotztüte. Okay, jetzt muss es kommen. Das war meine Pflicht. Du musst es einmal auskotzen. Scheiße, ich will es. So. Also Wild ist definitiv überhaupt nicht überzeugend. Komm, jetzt musst du es mal wieder auskotzen. Einmal auskotzen wollen und ich meine, yes, yes! Oh, oh.
Und mit der süßlichen Mustersoße taugt das nichts. Könntest du dich jetzt hier für ein Fazit wieder hinsetzen? Okay, ein Fazit schon. Liebe Let's Play-Süchtigen, ja. Man wird nicht von Katzenfutter sterben. Nein. Aber es lohnt sich wirklich nicht. Bleibt dabei, esst andere Tiere auf, außer Katzen. Nein, natürlich nicht. Moment, Schnitt. Esst lieber etwas anderes außer Katzenfutter und lasst den kleinen, süßen Kätzchen ihr Katzenfutter. Leute, schaffen wir 50 Likes! Schaffen wir das! In dem Sinne, bringen wir die nächste Challenge ins Leben! Sollte ich Dümmschiss kriegen, schreibe ich es auch in die Kommentare. Ahoi! Eine Stunde später. Ugh.